Nicht die Ratte! Oh Gott! Ja, willkommen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute stelle ich euch die Frage und sage euch, warum brauchen wir eigentlich irgendwelche Einheiten, Hinzufügungs-DLCs von Creative Assembly, wenn die Modder draußen uns all das, was mit dem Shadows of Change DLC, abgesehen von den Kampagnenmechaniken, das hat noch ein bisschen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber auf jeden Fall von der Einheitenseite bereits zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel diese grattenkotzende Mutter aus Dankia. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch ihre Animation schon mal im Detail angesehen habt. Ich gucke hier gerade zum ersten Mal auf und bin entsetzt. Entsetzt sage ich euch, was sie hier gerade tut. Aber viel interessanter ist es, dass die Hühnchenhütte, die von Creative Assembly bereits aus Versehen ursprünglich mit dem Shadows of Change DLC an den einen oder anderen Ort bei ihrem Hüttensymbol reingesprungen ist im Ladebildschirm, aber dann doch nicht kam, hier mit diesem Mod bereits zur Verfügung steht. Und nicht nur das, innerhalb dieses Mods gibt es auch bereits eine Lehre der Hexen, und dieser Mod fügt auch bereits Hexengenerälinnen hinzu, den ich jetzt hier in dieser Mission gerade nicht mitführen kann, weil es geht ja immer nur ein einziger General. Und wenn ihr wollt, habt ihr außerdem noch die dicke Tatjana. Neben dem kleinen Gron könnt ihr auch noch die dicke Tatjana mitnehmen. Und hey Mann, wenn ihr, also wenn ich auswählen kann zwischen kleiner Grom und dicker Tatjana, ich würde sagen, ja, dann weiß ich, was ich wählen würde. Wie könnt, schauen wir uns einmal hier diese hühnchengefüßte Hütte an und wie sie sich bewegt. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend, wie die Modder hier es geschafft haben, irgendwie ein vollkommen neues Modell und eine richtige Hütte auf Hühnchenbeinen zu erzeugen, die dann noch über die Schlachtkarte herumläuft. Und es ist auf der Wahnsinn. Ich meine, es ist der Wahnsinn hier, was die Modder machen. Und ich meine, das ist doch Teil des ganzen Spaßes darin. Und wenn ihr diesen Mod selbst spielen möchtet, dann guckt einmal kurz in unsere Videobeschreibung. Da habe ich den Link für euch drinnen. Aber ihr könnt auch einfach einmal hier, ich zeige es euch, das heißt Lost and Found Kislev, die Chicken Legged, hat von dem Mod-Ersteller Green Phoenix 23 und Inu, was Hund heißt. Da Creative Assembly nicht mehr die Kapazität vor dem Release gefunden hat, diese Hütte mit einzubauen, ist jetzt nur mit diesem Mod hier erstellbar. Ob es sich lohnt, sei mal dahingestellt. Plus, der andere Mod, den ich euch noch hier dazu packe, ist Lost and Found Hack Mothers and Lore of Hacks. Mit dem ihr bereits jetzt schon, auch wenn ihr nachher nicht den DLC Shadows of Change, Moment, nur mit Shadows of Change kommt Mutter aus Tank, ja, mit dazu, aber ich gehe mal nur davon aus, dass ihr vielleicht auch ohne den, obwohl das ist, okay, nee, ihr braucht den Shadows of Change DLC, damit das funktioniert. Aber hey, auch jetzt könnt ihr schon mit Hexenmüttern und Hexenzauberinnen mit der Lehre der Hexen ausstatten. Und den können wir einmal hier in Aktion sehen. Hier hinten ist nämlich eine dieser Hexerinnen mit der Lehre der Hexe. Und was sie hier dabei hat, ist eine ganze Reihe von Zaubersprüchen. Die können wir sogar hier in der Liste der Einheiten und Zauber sehen. Es gibt leider keine Animation. Ich habe den Sickness Curse, um Heilung zu verhindern, Geschwindigkeit zu reduzieren und Schaden zu verursachen, also gegen die Damage Blobs. Wir haben den Misfortune, Unglückscurse mit Nahkampfangriff, Reduktion, Führerschafts- und Genauigkeitsreduktion, Rotting Curse mit Waffenschadensreduktion, Körperreinigung für die Heilung, Einheiten beschwören in der Form von Dryaden. Verbessert kann man sogar Spirit Stacks, also wie heißt es nochmal, Hirsche beschwören, und Haunting, ein Malstromspruch. Also die Mod-Ersteller haben schon gewusst, was gut ankommt und was man benötigt. Ja, wir können hier mal ein paar Dryaden beschwören. Kommen aus dem Boden raus. Und immerhin ist diese neue Animation aus dem Boden raus schon ganz cool.
Hier sind übrigens auch schon normale Hirsche, die mit diesem Mod auch dazu kommen. Weil wenn Kislev schon so ein paar Einheiten aus dem Wald steuern soll, dann sind so Hirsche schon irgendwie halbwegs sinnvoll. Probieren wir mal den Mahlstromspruch aus. Hier greift gerade irgendjemand an. Das können wir nicht zulassen. Das sind die verhassten Dunkelelfen. Und der ist an der Schattengrube angelehnt, hat aber nochmal seine eigene kleine Animation bekommen. Mal sehen, wie es mit dem Miss Fortune Curse aussteht. Naja, aussieht, ob wir da nochmal was Separates haben. Sieht nicht besonders neu aus. Oh, unsere Hühnchenhütte ist noch unterwegs. Was macht die so? Ja, läuft hier durch die Gegend. Oh, und auch die. Ah, an der wachsen Pilze noch, die wird langsam aber sicher blutig. Wie auch immer das ganze Blut dort hochspritzt. Und sehen, wie ihre Angriffsanimation sich eigentlich darstellt. Kommt gerade mal an. Schau mal, was hier geht. Der ein oder andere hat sie vielleicht schon im Space Marine Video gesehen. Da habe ich sie schon heimlich versteckt. Aber ich dachte, ich spare mir für später auf. Wenn ihr übrigens über die geilsten Mods informiert sein wollt, lasst mir gerne das Abo da. Ich würde mich freuen. Und wir machen hier nur noch Warhammer. Und Warhammer News auf diesem Kanal. Vielleicht auch Beyond All Reason. Das sieht auch gerade gar nicht schlecht aus. Könnt ihr auch in der Kampagne spielen, ja, diese Chicken Leg Cup. Zeige ich euch gleich mal. Ihr seht sie hier, wenn ihr in der Kampagne reinkommt. Bei Mutters Tanker hier oben links. Na, meine Zoom-Funktion ist gerade nicht funktionierend. Das ist sehr deprimierend, warum funktioniert die nicht? Egal, hier ist die Hühnchenhütte. Ab Rang 18 erhaltet ihr sie automatisch. Müsste eigentlich in meiner anderen Kislev-Kampagne auch so drin sein. So, da wären wir. Hier kann man sie übrigens nochmal schöner sehen. Hier unten rechts die Hexenhütte. Die hatte in der vergangenen Version tatsächlich... also in einem Ladebildschirm ist die auch aufgetaucht, dieses Symbol. Und da waren noch Beinchen dran. Das war ganz schön deprimierend, wenn man das dann gesehen hat. Finde ich das noch bei mir im Hype Train? Leider kann ich es gerade hier nicht zeigen. Irgendwie sind die ganzen Skills hier oben verschwunden und sind auch noch verschlossen, obwohl ich mit Mutters Tank hier auf Level 50 bin. Irgendwas ist sehr merkwürdig, aber okay, ich meine... Schade. Egal, aber ihr könnt sie prinzipiell auch in der Kampagne haben. Also, alles was ihr dazu braucht, um einerseits die Hütte zu haben, ist der Mod, den ich vorhin gezeigt habe. Für die kislevitischen Hag Mothers und die Law of Hags auch als Generäle, könnt ihr die Generäle der Hag Mothers mit diesem Mod, also auch jetzt hier rekrutieren. Ihr seht die neben dem Boyar, den Eishexen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben oder kaum. Für Mutters Danke sind hier mit Hilfe dieses Mods nun auch die Hag Mothers mit dabei. Können wir mal kurz rekrutieren. Also ihr könnt sie mit verschiedenen Zaubervarianten mitnehmen. Waldwächterlei. Ja, doch hier gibt es sogar einen speziellen Skill, der hier extra hinzugefügt worden ist. Außerdem hat sie noch andere Sprüche. Ja, ist doch eigentlich gar nicht mal schlecht. Und immerhin ist es halt eine Hag Mother und nicht... nicht ein Boyar, den man mit ihr mitführen müsst. Also all das hier ist drin. Das heißt, diesen Mod auch noch installieren. Und wenn ihr die dicke Tatjana haben wollt, hier ab den Ursalas, dem Tierbau, hier rechts, bei der Schmiederei, könnt ihr dann die dicke Tatjana rekrutieren, die in die Richtung der dicken Bertha geht. Dafür braucht ihr den Thick Tatjana Kislev Super Weapon Mod von Pona 1, der gerade offline ist. Ja, und das war's für das Update heute. Mod Montag ist mal wieder vorgeschoben, verschoben worden. Ich hoffe, ich mache es trotzdem Spaß. Und das war's auch schon. Ja, Fazit ist, auch wenn Creative Assembly den Hintern nicht so richtig hochbekommt, ich meine, es ist schon irgendwie komisch, ne, dass die Modder diese Einheiten in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit rausprügeln können. Ich meine, diese Mods... Der hier ist jetzt schon seit dem 22. Mai 2022 da. Und Moment mal, die Hühnchenhütte gibt es seit dem... Okay, die ist jetzt seit dem 2. Januar da. Ist noch nicht ganz so neu, aber ich... Okay, die ist tatsächlich sehr, sehr neu. Naja, erst vom 2. Januar. Und die Hag Mothers? Die Hag Mothers sind immerhin vom...
30. September 2023, also kurz nachdem der Shadows of Change DLC rausgekommen ist, kam ein Modder und hat gesagt, hey, warum gibt es denn keine Hagmothers als eher als Lords und warum gibt es keine Law of Hags? Und er hat gesagt, naja, mach ich mal rein. Das hätte wirklich auch der Praktikant machen können. Ja, schon interessant, finde ich, das Ganze, wie das bei Creative Assembly so passiert ist und wie sie diesen Mod so rausgehauen haben. Und ich meine, das kam jetzt im September raus. Wann kam der DLC nochmal? Ein Blick in den Hype Train, mittlerweile bei Folie 1 und Million oder so. Hier, Shadows of Change kam tatsächlich im September raus. Und 1, 2, 3, 4. Wenn im Februar das Update kommt, hat es wirklich ein halbes Jahr gebraucht. Wow. Wow, wie die Zeit vergeht, nicht wahr? Also ein halbes Jahr nach Release des Shadows of Change DLCs von Creative Assembly wird es erst das Fertigstellen dieses Patches geben. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass da viele Leute daran arbeiten. Das kann mir doch keiner weiß machen, dass so viele Leute bei Creative Assembly mindestens an diesem DLC und wahrscheinlich auch nicht an den anderen DLCs arbeiten. Vielleicht an Thrones of Decay doch ein bisschen mehr. Aber da arbeiten doch vielleicht 3 Leute dran, oder? Hä? Oder dass das in dem Zustand nachher im September rausgehauen wurde? Ich verstehe das nicht. Aber vielleicht habe ich einfach keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass ich absolut keine Ahnung habe. Aber ja, ich schätze, also, boah, da haben sich keinen Gefallen getan, das rauszubringen. Und die Hotfixes, naja, sind ja auch nur so Mac gewesen zum großen Teil, aber immerhin kamen sie. Gut, was soll ich sagen? Creative Assembly hat Besserung versprochen und deswegen muss ich das gar nicht weiter kommentieren, sondern wir können nur abwarten, was uns nun im Januar, Februar, März und vor allem im vielleicht April mit dem Thrones of Decay Update erwartet. Ich bin außerordentlich gespannt, ich hoffe ihr auch. Bleibt auf dem Hamster-Kanal abonniert und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.